Mighty und hallo, liebe Angelsportsfreunde. Ja, es ist wieder soweit. Die My Fishing Box ist angekommen und ich packe sie mit euch jetzt zusammen aus. Dazu einmal aufmachen und für euch gilt wie immer First Look. Das heißt, wir packen sie aus. Könnte sein, dass ein bisschen Verpackungsmaterial rauskommt. Als erstes haben wir wieder die My Fishing Box News. Die brauchen wir gleich. Haben wir hier als erstes ein Wobbler, ein Hardbait-Köder, nochmal ein Hardbait-Köder, ein Weichköder, nochmal ein Weichköder, Süßes und verschiedene Flyer und Stickers. So, jetzt gucken wir uns mal im Detail an, welche Köder wir da haben. Und wie die so schön heißen. So. Da haben wir als erstes ein Dojo Azo Tube in 4,5 cm plus ein Tube Jig Head. Ich denke mal, ich gehe davon mal aus, dass es dieser schöne Köder ist, der so ein bisschen daran erinnert, wie so ein kleines Tentakelfischchen. Hier haben wir noch den Jig Head mit dazu. Und das Ganze halte ich jetzt mal in die Detailaufnahme. So, mal gucken, ob er es gut fokussiert. Na. So sieht das Ganze aus. Farbe Motoröl mit Glitzerpartikeln drin. Das ist der erste Köder. Als zweites haben wir ein Ironclaw NC36S. Das ist ein Wobbler, der ist 36 mm lang, wiegt 3,6 Gramm und ist sinkend und hat eine Lauftiefe von 0,5 bis 1,3 Meter. Warum auch immer da noch das mit zusteht. Wir haben wieder, wie gewohnt bei den Ironclaw, wieder die Einzelhaken mit hier oben bei. Hier oben dran sind, um das Ganze auf Einzelhaken nachzurüsten. So sieht der Ganze aus. Dekor erinnert mich so ein bisschen an einen Weißfisch, brauner Rücken, weißer Bauch. So, gucken wir mal, ob wir den auch einfangen können. So sieht der Ganze aus. So ein bisschen wie so ein Tiger. So wie so ein Tigermuster ist das. Schick. Dann haben wir nochmal einen Ironclaw S60TW. Diesmal hat er keine Tauchschaufel. Ist wahrscheinlich ein zum Twitchen. Ein Twitchbait. Ist 6 cm lang. Wiegt 3,5 Gramm. Und ist ein Topwater. Und hat eine Sinktiefe von 0,00 Meter. Weil er ja oben auf dem Wasser gezogen wird. Auch wieder typisch, wie beim vorigen auch, wieder mit Einzelhaken, um ihn wieder auf Einzelhaken umzurüsten. Und hier haben wir das Dekor Fire Tiger. Sehr interessant. Da stehen bestimmt die Barsche und bestimmt auch der ein oder andere kleine Hecht auch drauf. Detailaufnahme. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, man erkennt es doch recht gut. Fire Tiger müsste ja jedem bekannt sein, was das für ein Dekor ist. So. Und als letztes haben wir nochmal ein Westin Megatease in 50 mm plus ein Jig Head. Westin ist ja auch schon fast jedem bekannt. Also nichts Neues. Jip. Der Verpackung raus. Hier haben wir wahrscheinlich einen Jigkopf mit 3 Gramm. Hier haben wir einen schönen orangenen Bauch, braunen Rücken und das Ganze halten wir mal in die Detailaufnahme. So sieht das Ganze aus. Brauner Rücken, orangener Bauch. Bin ich schon mal gespannt, ob der mir den ein oder anderen schönen Barsch oder wenn nicht sogar eine Bachforelle bringt.
Ja, das war schon wieder mit der My Fishing Box. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Tschüssi!